7. Dezember 1944. Alliierte Einheiten überqueren die Grenze zwischen Belgien und Deutschland. Sie treffen auf schweren Widerstand nahe Bergstein. Bei der kleinen Stadt liegt ein Hügel, der den Deutschen einen optimalen Überblick über sämtliche Einheiten in allen Richtungen verschafft. Vernichtende Artillerieschläge, die von hier koordiniert werden, sorgen für unzählige Verluste bei den Alliierten. Das 2. US-Ranger-Bataillon bereitet sich auf die Einnahme des Hügels vor, um den Deutschen ihren Vorteil zu nehmen. Jawohl, und damit herzlich willkommen zurück zu Call of Duty 2. Und wir haben hier wie immer einen Tagebucheintrag vom 6. Dezember 1944, 12.30 Uhr. Bergstein, Deutschland. Heftiger Regen, 6 Grad. Wir haben die letzten Wochen damit verbracht, die Stellung ein paar Meilen hinter den deutschen Grenzen zu halten. Wir saßen in Schützenlöchern, froren im kalten Regen und lagen sowohl am Tage wie auch in der Nacht unter sporadischen Artilleriebeschuss. Heute soll sich daran etwas ändern. Unser Trupp hat den Befehl erhalten, ans andere Ende von Bergstein vorzurücken und die Stadt für den morgigen Angriff auf den Hügel zu sichern. Alles muss besser sein, als hier den ganzen Tag zu sitzen und zu hoffen, dass nicht von einem 8-8er erwischt zu werden. Corporal Bill Taylor, D-Kompanie, 2. Ranger-Bataillon. Jawohl. Und dann machen wir mal weiter. Herhören! Das Bataillon will, dass wir uns am Morgen Abend oben auf dem Hügel den Arsch abfrieren. Noch vorher vertreiben wir die Deutschen aus dem kleinen Ort. Jawohl. Okay, auf geht's. Jawohl, und komm, gleich wieder. Brechstangentaktik. Jawohl, schnell down. Was? So. Jawohl, wir sind doch dabei. Hinter uns ist. Ja, sieh an, hinter uns ist auch noch einer. Ja. Na genau, du bist auch noch da. Oh. Weg. Auf der linken Seite. Ja. So. Wer noch? Da ist noch einer. Nein, 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 hoppala, da bin ich, verdammt, da bin ich aus Versehen rausgesappt, rausgetappt, ja, na komm, warum auch immer, ich habe die Tab-Taste eigentlich gar nicht gedrückt, naja, aber wenn er meint, ja, so, okay, da ist auch keiner mehr. Was? So, das dürfte es gewesen sein, oder? Genau. Schauen wir mal, was finden wir hier. Komm. Nehmen wir sie direkt mit, die MP40. Ah, das ist einer von uns, okay. Einfach durchhalten. Jawohl, komm. So. Jetzt sind wir hier auch schon mal wieder im Haus drin. Mal, da können wir schon mal ausschließen. Hier ist auch keiner. So. Sehr gut. Geht das, so geht das. Schön offensiv. Das ist das, womit ihr am wenigsten klarkommt. Genau, und? Aber wie kommt man da oben rauf? Ich habe hier eben keine Treppe gesehen. Ach, da.
Jo, hier nicht mehr. Alles klar. So, auf geht's, weiter, weiter, weiter. Okay, die Straße ist dicht. Wir müssen jetzt nach Osten. Und los! Machen wir. Nehmen Sie die deutsche Stellung im Osten ein. Machen wir, machen wir. Kriegen wir schon. So. Ja, ja. Schwimmen brauchen wir nicht. Ihr solltet lieber treffen. Besser für euch. So, genau. Direkt mal alles rein. So, hier auch keiner mehr drin. Es läuft doch wie am Schnürchen. Wie am Schnürchen läuft es. Und vermutlich verschreie ich es dann jetzt auch wieder. Naja, kommt jetzt von einfach von hinten. So. Okay, down. Ja. Ah. Blöde Panzersperre. So. Ja, ja. Okay. Auch keiner mehr drin. Sicher, sehr schön. Gute Arbeit. Jetzt nach Norden zu den feindlichen Mörsern. Kriegen wir hin. Dann vermutlich hier irgendwo lang. Wir probieren es einfach mal. Ach, da sollen wir lang. Och, Mann. Ist auch noch ein Keller. Hallo? Keiner da? Na gut. Da sind die durchs Haus durch, oder was? Oder da hinten? Ne, durchs Haus durch. Okay. Jawohl. Ja, einfach verbrennen lassen. Jawohl. Ja, okay. Hier ist sicher. Ja. So. Komm mal, läuft doch. MG ist down. Ja, also mach auf. Mach auf. Auf mein Zeichen. Tür auftreten und Granat rein. Bereit? Jetzt! Amerikanische Handgranate! Los, los! Okay, oh. Man hätte natürlich vorher auch nochmal nachladen können. Was? Natürlich. Ja, dann schmeiß man. Komm, weg. Weil hier oben sollen wir doch nicht bleiben, oder? Nein, geht schon, aber da können wir halt irgendwann nicht mehr weiter. Jawohl. Ja, aber doch nicht von hier aus, oder? Ich meine, ich muss doch irgendwie raus. Oder nicht? Zerstören Sie den Panzerwerfer. Macht mal einer die Tür auf. Na los. Private Garnos. Okay, ich bin weg. So. Bam. Jawohl. Da willst du wohl umfallen. So, was haben wir hier? Ah, auch nur noch ein kläglicher Rest.
Nein. Oh. Ah, oh, diese blöden Granaten. So. Ja. Ah, gut. Ja. Da ist auch noch einer. Jetzt nehme ich hier nochmal die Seite. So. Ist sonst noch jemand? Ich sehe erstmal niemanden. Nein. Genau, mach auf. So. So, genau, haben wir dich. Oh, der hat gleich mal kurz gesessen. Der ist auch tot, oder? So gut wie zumindest. So, und dann gehen wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen vorsichtiger vor. So. Jawohl. So, hier ist auch niemand mehr. Nein. Oder? Gucken wir hier nochmal. Nein. Brauchen wir nicht. Gut. Sehr okay, gut. Leute, wir graben uns jetzt ein und warten auf den Rest der Kompanie. Vorsicht vor Gegenangriffen. Der Hügel nördlich ist voller Deutscher. Morgen früh gehen wir da hinauf und schalten sie aus. Jawohl. Sehr gut. Druck 3, ausschwärmen! Ich will das Kaliber 30 hier drüben haben. Stellen Sie Wachen an der Kreuzung auf. Sehr schön. Versucht die Typen nach Infos. Mach die Flanke dicht. Private, überprüfen wir die Straße. Sieg! Lebe als tapferer Mensch und wenn sich das Schicksal gegen dich wendet, begegne ihm mit einem tapferen Herzen. Ja, auch diese Mission haben wir jetzt wieder geschafft und damit sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns dann morgen in der nächsten Mission wieder und das Spiel neigt sich damit jetzt auch so langsam dem Ende. Seien wir mal gespannt, wie es weitergeht. Bis dann!